Liebe Schwestern und Brüder, eigentlich ist es dreimal im Jahr vorgesehen, dass wir Kirchweih feiern. Die Kirchweihe der eigenen Kirche, die der Kathedrale im Bistum und das heutige Kirchweihfest der Lateranbasilika, Mutter und Haupt aller Kirchen, wie sie genannt wird. Eigentlich wäre dreimal im Jahr Gelegenheit, Kenntnis darüber zu erlangen, und zwar durch das, was wir in den Gebeten sprechen, was wir singen, was wir sagen. Etwas zu erfahren darüber, was denn Kirche sei. Der Eindruck allerdings ist genau das Gegenteil. Entweder werden natürlich diese Feste gar nicht mehr gefeiert. In vielen Pfarreien wird das Kirchweihfest mit dem Patrozinium verwechselt, also dem Patron der Kirche, und das wird dann irgendwie zusammengemixt. Aber die eigene Aussage über das, was Kirche ist, warum ist es wichtig, diese Texte ernst zu nehmen? Sie werden bei jeder Kirchweihe, auch wenn das heute ein seltenes Ereignis ist, gesprochen. Und sie werden eben bei jenen drei jährlichen Festen wiederholt. Es geht darum, um eine Wiedererkennbarkeit. Denn bei allem, dass die Kirche natürlich die jetzt existierende, also die, was jetzt unter dem Namen katholisch auf der Welt herumläuft, in verschiedenen Ländern, dass das natürlich immer auch das Gepräge der jeweiligen Zeit trägt, muss es aber zugleich eine Wiedererkennbarkeit geben mit dem, was immer Kirche war, seit den apostolischen Zeiten und was auch bis zur Wiederkunft Christi Kirche sein wird. Ich habe den Eindruck, dass wir zunehmend von einer Arroganz befallen sind, die meint, wir müssen heute hier unsere Kirche bilden. Ich weiß nicht, ob die Apostel und die Heiligen im Himmel darüber lachen und sich auf die Schenkel schlagen oder ob sie den Kopf schütteln und sagen, oh je, da müssen wir uns aber noch anstrengen, dass das nicht vor die Wand fährt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und das sind natürlich sehr menschliche Vorstellungen für den Himmel. Eine sehr begrenzte Fantasie, ich weiß. Wiedererkennbarkeit. Es muss etwa die Kirche, die diesen Hymnus, den wir singen, hervorgebracht hat, im Frühmittelalter, Hochmittelalter, in der karolingischen Renaissance hier bei uns, die apostolische Zeit, große Heilige des 16. Jahrhunderts, die die Kirche wahrhaft von innen her reformiert haben. Denken wir nur an Ignatius oder Philipp Neri, bis hin zu Franz von Sales, all diesen großen Gestalten, Teresa von Avila. Es muss in jeder Epoche die Wiedererkennbarkeit geben. Diese Arroganz unserer Zeit zeigt sich darin, dass wir erst einmal diesen Hymnus, den wir da singen, wir singen ihn ja hier ganz, dass man den mal um die Hälfte reduziert hat. Alles das, was nicht so schön ist, ist da rausgeflogen. Dass zum Beispiel diese Steine gepresst und poliert werden müssen, damit sie in diesen Bau passen. Nein, wir sagen, lass uns unterschiedliche Steine nehmen. Manche wollen gar keine Steine sein. Wir bauen auch die Weicheier ein, damit das ein richtig solides Gebäude wird. So kann man sich das vorstellen. So hat das Bestand. Es muss ja auch nicht lange halten. Es muss ja auch nur für jetzt sein. Dann braucht man keine Steine. All diese Gedanken sind wichtig auf unser Verständnis von Kirche zu beziehen und dass wir neu lernen, was es bedeutet, Kirche zu sein. Wir fragen heute große Firmen, wie sie sich organisieren. Wir fragen nicht unsere Gebete, die wir sprechen. Wir fragen Organisationsformen ab. Das kann alles hilfreich sein. Wir schauen nicht in die Gebete, wir schauen nicht in die Hymnen, die seit über 1000 Jahren gesungen werden. Wir fragen nicht einen Paulus. Ihr seid Gottes Bau. Der Gnade entsprechend gibt es einen Grund, der gelegt wurde. Wir müssen uns nicht neu erfinden. Es gibt ein Fundament, auf dem weitergebaut wird. Und das kann sich ändern. Aber der Grund, der gelegt ist, es kann keinen anderen Grund geben als Jesus Christus. Auch das ändert sich gerade sehr. Wisst ihr denn nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Mit all denen, die vor euch getauft wurden und geglaubt haben und allen, die es nach uns noch sein werden. Und am Ende wollen wir uns gar nicht vorstellen,
was Jesus täte, wenn er heute in manchen Tempel einträte. In dem, was sich nach seinem Namen Kirche nennt. Was dort gerade abgeht. Wir haben immer gedacht, die Tempelreinigung, das wäre so etwas aus vergangenen Zeiten. Und wir haben gerade mit unseren evangelischen Schwestern und Brüdern ein unrühmliches Jubiläum gefeiert, wo wir uns ganz entsetzt haben als katholische Kirche, dass der Rubel da so gerollt ist mit dem Ablasswesen und dass das alles ganz schrecklich war. Was findet heute in unseren Kirchen statt, ist die Frage. Vom Bankett über irgendwelche Happenings zu allem Möglichen. Was würde Jesus sagen, wenn er in sein Heiligtum käme? Das sind alles, liebe Schwestern und Brüder, Prüfkriterien. Und deshalb ist es gut, wenn wir dreimal im Jahr Kirchweih feiern, damit wir nicht vergessen, wer wir sind und wer wir durch Umkehr immer mehr werden sollen.